Wie viele Lösungen hat die Gleichung Cosinus von Sinus von x gleich ein halbes im geschlossenen Intervall 0, 2 Pi? Wir starten mit dieser Gleichung, nehmen beidseitig den Arcus-Cosinus, denn Arcus-Cosinus und Cosinus sind Umkehrfunktionen eine von der anderen. Die streichen sich also weg. Somit bleibt links nur noch Sinus von x und rechts Arcus-Cosinus von ein halbes. Arcus-Cosinus von ein halbes, das macht Pi Drittel. Und da Pi streng größer ist als 3, ist Pi Drittel streng größer als 1. Ein Sinuswert befindet sich aber immer zwischen minus 1 und 1, kann also nicht streng größer sein als 1. Deshalb hat diese Gleichung keine Lösung. Also ist A die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade antworten.